Ich will endlich rausfinden, wie es wirklich ist. Haben Sie das Gefühl, man kann in Deutschland alles sagen? Alles? Nein. Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dann hängen wir alle mit drin! Die Sache ist größer als wir alle hier. Es geht nicht anders. Ich muss undercover gehen. Den Regenschirm, den würde ich schon mal mitnehmen. Bares für Rares und so abschaffen. Mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen in der Öffentlichkeit. Ihr Name ist Enisa Armani. Armani. Enisa Armani wollen die ins Gefängnis stecken, weil die diesen Bastard beleidigt hat. Zu Recht. Vielleicht haben wir es hier mit der mutigsten Frau Deutschlands zu tun. Ich muss mit ihr reden. Ist das dein Ernst? Willkommen zu Noel, mein Name ist Street Show und ihr ahnt es schon an diesem wirklich Hollywood-reifen Trailer. Unser Thema heute ist Presse- und Meinungsfreiheit oder wie es in Russland heißt. Ja. Und ich habe eine Mission. Ich will nämlich ein für alle Mal klären, sind wir hier wirklich hier Home of Meinungsfreiheit in Deutschland oder darf man gar nichts mehr sagen? Man darf nichts mehr sagen. Demokratie und Meinungsfreiheit sind nämlich am Ende wie Meghan und Harry, wie Schinkenbrot und Nutella oder wie katholische Priester und Kinder. Die gehören einfach untrennbar zusammen. Und wenn ihr jetzt sagt, Noel, das ist ganz schön geschmacklos, ne, sage ich nein. Schinkenbrot und Nutella, ist süß und salzig. Also Sterneküche. Deshalb begebe ich mich jetzt auf eine investigative Recherchereise zum Thema Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland. Wie ist denn der Zustand da? Und das mache ich aber nicht einfach so als Noel Schmidt vom Lügenfunk hier, ne? Sondern ich begebe mich undercover als jetzt fällt mir kein Karla Deckname ein. Naja, jedenfalls bin ich natürlich undercover. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Ja. Es geht um Presse- und Meinungsfreiheit. Sie haben übrigens eine sehr coole Brille auf. Ich habe auch meine Brille auf. Guck mal hier, eine coole Brille. Haben Sie das Gefühl, man kann in Deutschland alles sagen? Nein, leider nicht ganz. Nein. Alles? Nein. Was denn nicht? Das sage ich ja jetzt nicht. Ich bin bei Berlin Tag und Nacht gewesen, deswegen, wenn ich alles sage, ist es gefährlich. Es gibt Leute, die sagen, ja, man kann immer nicht alles sagen. Richtig, ist mir auch schon aufgefallen. Und Sie sagen aber, man kann alles sagen. Ja, in der Tat. Und wenn diese Leute bevorzugt montags um die Ecken ziehen und behaupten, man kann nicht alles sagen, finde ich, dass sie selber der beste Beweis dafür sind, dass sie nicht recht haben. Nein, man darf alles sagen, klar. Aber leider will man schon. Das? Leider schon. Nein, natürlich darf man alles sagen. Ja. Aber ich sag gerne nicht. Man muss nicht aber alles sagen. Man muss nicht alles sagen, man nein. Nicht alles sagen. Was denn zum Beispiel nicht? Dass du gerade sehr peinlich aus. Ich sehe peinlich aus. Bitte ja, wer sind Sie denn? Sherlock Holmes? Ich bin Sherlock Holmes. Fast, ich habe noch keinen. Wenn Sie einen coolen Decknamen für mich haben, dann sagen Sie mir den. Haben Sie einen? Nee, Walter. Schicken Bart haben Sie. Wird das irgendwo ausgestrahlt oder so? Nein, das wird überhaupt nirgendwo ausgestrahlt. Das ist nur für zu Hause. Okay. Nein, das ist oft in der ARD-Mediathek. Okay. Ich bin undercover unterwegs, weil ich bin Investigativjournalist. Okay. Ja. Ich muss jetzt aber auch leider weiter. Ja. Wir gucken täglich NDR Nordmagazin, um informiert zu sein über unsere Region. Sind Sie zufrieden mit der Presse und Meinungsfreiheit? Mit der Presse bin ich zufrieden, aber nicht unbedingt mit ARD, aber ja. mit der FAZ bin ich sehr zufrieden. Ja, okay, liebe und Kollegen. Mit der ZDF und ARD so mittel. Sie können ruhig sagen, ich höre zu. Eine 3 würde ich Ihnen geben. Was ist scheiße an uns?
ja, die ganzen so Kochshows und Bares für Rares. Und Kochshows sind super. Ja, ja. Ich weiß nie, was ich essen soll abends. Und dann gucke ich mir das an und dann kriege ich ganz tolle Tipps da. Ja, dafür soll man aber keinen Beitrag verlangen. Mit welcher bekannten Person würdest du sagen, soll ich mal ein bisschen über Meinungsfreiheit sprechen? Habt ihr einen Tipp? Mit euch? Am besten mit uns, ja. Wir haben die beste Meinung. Wer fällt mir da jetzt spontan ein? Inisa Amani. Sag mal einen. Oder eine. Inisa Amani. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was mache ich? Das wäre mal richtig mal cool. Bei mir ist heute die beste Instanz, die Deutschland in Sachen Meinungsfreiheit zu bieten hat. Das ist meine Meinung. Sie ist die erste deutsche Frau mit einem Netflix-Special und sie sagt, sie ist bereit, in den Knast zu gehen, um den Deutschen den Unterschied zwischen Meinung und rassistischer Hetze zu zeigen. Hier ist die wunderbare Inisa Amani. Hallo. Inisa, komm, ich komme einmal rüber. Wir müssen uns ja einmal umarmen, das geht ja sonst nicht anders. Vielen Dank für die schönen Worte. Warum kannst du dein Maul nicht halten? gute Frage. Meine Antwort darauf ist, warum halten so viele die Klappe? Ja. Erzähl noch mal diese Geschichte mit dieser komischen Klage, wo du sagst, ich gehe ins Gefängnis. Ja. Die Geschichte ist so, dass es eine sehr, sehr rassistische Rede gab von einem AfD-Politiker, übrigens 2018 schon. Ich habe diese Rede erst ein halbes Jahr später gesehen. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, den beleidige ich und zwar richtig hart, damit das erstmal überhaupt diese Attention bekommt. Ja. Und dann habe ich gesagt, und selbstverständlich werde ich die Strafe dafür bezahlen. Das war der ursprüngliche Gedankengang. Ja. Wann der Entschluss passiert ist, dass ich das nicht bezahle, war ehrlich gesagt erst, als mir dann ganz viele geschrieben haben, bravo, danke schön. Inisa, das ist so toll, dass du das machst. Und wir wollen dir übrigens eine Info geben. Ja. Wir haben diesen Mann mehrfach angezeigt. Ja. Und jedes Mal ist es fallen gelassen worden. Warum und der Staatsanwalt, der sozusagen hätte entscheiden können, ob er diesen Fall aufnimmt, hat jedes Mal gesagt, ach, das war doch nur eine Provokation im Rahmen von einer Wahl. Mhm. Also, dass ein Mensch sagt, schwarze Menschen sind alle krank. Ja. Zitat. Und noch schlimmer, weil mit N-Wort. Und Zitat, stell dir keine Albaner ein, weil die räumen dir die Bude aus. Und, das ist und als das an meine Ohren gekommen ist, dass es da keine Klage gab und das fallen gelassen wurde, habe ich gesagt, so, jetzt zahle ich das nicht. Und irgendwann, ein Jahr später, anderthalb Jahre später, kam der Brief. Und der Brief sagte, entweder 1.800 Euro oder 40 Tage Haft. Ja. Und dann habe ich gesagt, zahle ich nicht. Und was passiert? Es richtet eine Aufmerksamkeit darauf, dass wir in Deutschland Menschen haben, die hochgefährliche Reden halten und die damit davonkommen. Mhm. Weil viele eben auch sagen, wenn du jetzt ins Gefängnis gehst, dann gewinnt er. Und ich sage, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es setzt Aufmerksamkeit darauf. Mhm. Wenn ich jetzt einfach mich in die Küche gesetzt hätte und gesagt hätte, ich zahle das nicht, dann hätte es ja auch keinen interessiert. Ja, ja, da hat die Frankfurter Rundschau geschrieben, das ist super, wie sie das macht, weil Protest muss sichtbar sein. Ja. Aber was hast du denn jetzt tatsächlich dann in dieser Geschichte gelernt, was der Unterschied zwischen, weil das ist ja unser Thema, der Unterschied zwischen Meinung und rassistischer Hetze ist, weil der AfD-Thorsten wahrscheinlich da sagt, Entschuldigung. Andreas ist der. Aber sehr gut. Der sagt wahrscheinlich, ja, aber das ist ja, der betitelt das als wahrscheinlich Meinungsäußerung. Ja, und er sagt, ich glaube, die deutsche Definition von Meinungsfreiheit und wie wir das in unserem Grundgesetz, in unserer Verfassung haben, ist, und darauf bin ich, also das finde ich sehr schön, ist ein bisschen anders auch in der Ausführung dann im Land, als zum Beispiel die Amerikaner. Mhm. Du kannst in Amerika, kannst du dir ein Swastika, ein Hakenkreuz tätowieren. Ja. Ich habe einmal einen Schock gekriegt, als ich am Frankfurter Flughafen ist vor mir ein Amerikaner eingecheckt und hatte ein Hakenkreuz auf seiner Wade tätowiert. Ich dachte so, ich wusste dann nur noch, was mache ich jetzt? Spuck ich dem vor die Füße? hau ich ihm eine? Ich war wirklich so, ich war überfordert. Ich war völlig überfordert, dass vor mir ein Mann steht, ein Amerikaner, der gerade eincheckt mit einem Hakenkreuz auf seiner Wade. Ja, ja. Und ich finde es sehr gut, dass wir in Deutschland das sehr klar definieren. Ja. Dass wir sagen, natürlich Meinungsfreiheit, aber meine Meinungsfreiheit endet dort, zum Beispiel das, was ich ja gemacht habe, wenn ich dich beleidige. Aber ist das dann Deutschland wirklich Home of Meinungsfreiheit oder man darf nicht alles sagen?
Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Leute, die sagen, man darf nicht alles sagen, die haben Meinungsfreiheit nicht verstanden, weil du darfst in der Meinungsfreiheit nicht alles sagen. Also ich darf nicht das sagen, wo ich dich in deiner Würde, so, das ist schon mal keine Meinungsfreiheit. Ich kann es zwar sagen, aber ich muss, so wie in meinem Fall, ich kann jemanden beleidigen, aber ich bekomme dafür eine Konsequenz. Das finde ich richtig. Okay, also nochmal die Frage. Ja. Deutschland, Deutschland, Home of Meinungsfreiheit oder nicht? Vielleicht eine WG oder irgendwie so ein Hundehütte? Natürlich, wir haben hier in Deutschland Meinungsfreiheit, 100%. Ja. Natürlich haben wir hier Meinungsfreiheit. Damit kann ich sie abschließen. Das, was in unserer Verfassung steht, das wirklich einfach mal ernst zu nehmen. Und vielleicht ist das ein bisschen schade, dass wir das nicht so blumig geschrieben haben wie die Franzosen in ihrem Code Civil, dass sie das so ein bisschen romaniger geschrieben haben. Vielleicht, weil es ein bisschen trocken ist. Trotzdem hat es den schönsten ersten Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das muss man in der Rechtsprechung und in der Politik und in der Gesellschaft eben auch dann so durchziehen. Danke, Nisa. Aber ich muss jetzt mal weiter recherchieren. Das Leben als Privatdetektiv, das ist nämlich kein... Achso, okay. Also über die Meinungsfreiheit, über die haben wir jetzt ja schon einiges gehört. Aber über die Pressefreiheit, über die müssen wir auch noch sprechen, weil die steht ja auch im Grundgesetz. Ich habe nur das Gefühl, für meine Freunde und mich mit dem angeklebten Schnorres hier, da ist das Klima so ein bisschen rauer geworden. Oder wie sieht das wirklich aus, Sven? Ja, vielen Dank, lieber Noel, und ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Journalistenwetter. Wir schauen natürlich zunächst, wie immer, auf unsere Pressefreiheitskarte. Hier ist sie zu sehen. Und Sie können sofort erkennen, in einigen Regionen ist es tatsächlich viel wolkiger als bei uns. Wir können immer noch von heiteren oder häufig sogar sonnigen Verhältnissen sprechen. Nur, das Klima heizt sich langsam auf und das führt bei einigen Tiefdruckgebieten durchaus zu stürmischen Lagen, gerade im Zusammenhang mit den Themen Einschüchterung, verbale Angriffe oder eben tragischerweise auch Gewalt. Auch beim Informanten- und Quellenschutz, da gibt es bedrohliche Böen durch Gesetzesinitiativen und die schrumpfende Pressevielfalt führt zu journalistischen Dürreperioden, in denen der Informationsfluss zunehmend austrocknet. Vor diesem Hintergrund, Noel, würde ich zwar sagen, wir haben noch keine richtige Klimakrise, aber den Regenschirm, den würde ich schon mal mitnehmen. Danke, Sven. Aber ich bin noch kein Anfänger. Frau Riedel. Hallo. Guten Tag. Schmidt. Aha. Ist das sicher hier? Ja, das wird schon sicher sein. Ich frage für einen Freund, ja? Dann können Sie kurz sagen, was Sie machen? Ja, mein Name ist Katja Riedel. Ich bin Investigativreporterin, vor allem für den WDR und in der Recherchekooperation mit dem NDR und der Süddeutschen Zeitung. Und wie sieht die Arbeit aus? Kaufen Sie sich auch so angeklebte Schnurrbärte und so und laufen durch den Wald, wie ich jetzt hier? Oder wie läuft das? Nee, das war jetzt ein bisschen zu klischee-mäßig. Das sollte ja irgendwie so halb Sherlock Holmes sein und glaube ich und irgendwas anderes. Mhm. Nee, ich recherchiere immer erstmal am Schreibtisch. Auch ist auch relativ viel Schreibtischarbeit. Und dann ist es aber auch viel Reisen. Versuchen, Menschen dazu zu bringen, dass man sich überhaupt erstmal treffen kann, die einem in einer wichtigen Frage weiterhelfen könnten. Ja, das hat was mit Vertraulichkeit zu tun. Ja, wir haben uns auch schon mal im Dunkeln unter einer Brücke mit jemandem getroffen. Das hat schon mal stattgefunden. Ja, also es war gar nicht so richtig falsch. So ein Treffen im Wald hat es auch schon gegeben. Mussten Sie schon mal jemanden so richtig beschatten? Das dürfen wir ja gar nicht. Richtig beschatten. So im Auto sitzen und so? Nee, das machen ja auch Privatdetektive. Ne? Das ist jetzt nicht die unser Sie dann engagieren? Nö, das machen wir auch nicht. Wir haben noch nie einen Privatdetektiv engagiert, nein. Also wir müssen da schon auch aufpassen. Ne? Wir können ja jetzt keine Person stalken. Ja. Also ich gehe nicht verdeckt irgendwo rein eigentlich. Das, ach, ohne Bart, ohne also Sonnenbrille? Günther Wallraff zum Beispiel ist der immer verdeckte Recherchen gemacht hat und auch teilweise seine Hautfarbe dafür angeglichen hat und eine fremde Identität angenommen hat. Das mache ich nicht. Ich bin immer Katja Riedel, ich rufe auch immer als Katja Riedel an. Ich bin nie irgendwie Petra Müller. Wie vorsichtig gehen Sie mit Ihren eigenen Daten um? Sehr vorsichtig. Ich habe auch Sperrvermerke. Also meine Adressen sind natürlich gesperrt. Ich habe zum Glück mehrere Wohnsitze, zwischen denen ich auch mal wechseln kann. Das ist jetzt nicht, dass man das haben muss, aber mich entspannt das manchmal sehr, dass ich das habe.
ja, was der Antrieb ist natürlich auch so das Gefühl, dass das was Wichtiges ist und dass man das aufdecken muss. Das ist ja auch meine Aufgabe. Man sagt ja manchmal auch so, die Journalisten sind die vierte Gewalt im Staat, ne? Neben den anderen drei Gewalten. Und das nehme ich auch ernst. Hm? Hört der zu? Ich weiß es nicht. Ich habe ja meistens meinen eigenen Hund dabei, sagt meine Mutter immer, großer Geheimnisträger. Ja, stimmt, der weiß alles. Der weiß tatsächlich alles. Der sitzt dabei, wenn ich telefoniere. Ja. Der ist dabei, ja, also der kriegt alles mit, aber ist sehr verschwiegen. Das schätze ich an ihm. Ich habe tatsächlich mal zufällig in einem Café am Tisch gesessen. Das ist noch eine ganz gute Geschichte. Ja. Und dann hat jemand so einen Namen fallen lassen und ich konnte die sofort im Kanzleramt zuordnen. Der hatte gefragt, ob er sich dazusetzen kann. Ja. Und seine Frau und er haben sich dann so insiderisch unterhalten. Ja, ja. Und ich konnte das aber ganz genau zuordnen, weil ich irgendwie wusste, wann hat die Kanzlerin Urlaub, wer ist ihr Assistent, der dann auch Urlaub hat, wer ist die Person. Weil einen Namen kannte ich halt von dem, der da erwähnt wurde. Mhm. Ja, und dann habe ich das offengelegt. Und das war dann ein total nettes Gespräch. Der hat mir dann ganz viel, hat sich dann revanchiert. Ganz viel Insider hat er. Ja, der hat sich tatsächlich in einer Geschichte revanchiert. Mhm. Später dann, ja, oder später, direkt? Später, nee, nee. Er hat mir seine Visitenkarte gegeben, meinte, das war jetzt echt nett. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie mich jederzeit anrufen. Also Investigativjournalismus nicht nur so gucken, sondern einfach manchmal auch nett sein. Ist auch manchmal weggucken und nett sein, genau. Hm. Unterschätzt werden ist übrigens was gut ist. Das hilft? Ja, absolut. Spielen Sie damit, dass Sie unterschätzt werden oft? Also ja, also ich lasse es einfach laufen. Ich finde es okay, wenn man mich unterschätzt. Hey Noel, ich bin's. Das war mega interessant gerade, wirklich. Aber können wir nicht nochmal was mit Enisa machen? Irgendwie was Witziges oder so? Das wäre super. Ich hoffe, der Schnorr es hält. Liebe Grüße. Küsschen. Willkommen zurück. Wir sind immer noch mit Enisa und wir spielen jetzt, es kommt ein Jingle, Bullshit Battle. Bullshit Battle. Und zwar, ich habe hier von der Redaktion, warte mal, ist es hier? Ja, ich habe hier drei Umschläge bekommen. Da sind Positionen drin, ne? Mhm. Zwei unterschiedliche. Wir haben eine Gegenposition und wir müssen wie in so einem Debattierclub Meinungsfreiheit und so diskutieren. Und am Ende entscheidet eine Instanz, nämlich unsere Repräsentative hier richtig marktforschungsmäßig ausgeht. Das ist die letzte Instanz natürlich, die das entscheidet, natürlich. Unsere Entscheidungsinstanz. Okay. Sag nochmal euren Namen ganz kurz. Ich bin Sarah. Sarah. Ich bin Rico. Rico. Katja. Katja, also. Wir müssen die überzeugen. Genau, wir müssen die überzeugen. Position. Und ich kann dir eins sagen: Ich werde für meine Position kämpfen, bis ich in den Knast komme. Okay, bin gespannt. Ja. Willst du vorlesen? Ja. Ja. Also, es geht um unseren Bundespräsidenten. Ja. Argumentiert dafür, dass es entweder ein grauhaariger Mann sein muss oder es darf kein grauhaariger Mann sein. Ich will gerne dafür argumentieren, dass es ein grauhaariger Mann sein muss. Sein muss, okay. Ja. Okay, wir machen das mit einem Timer. 30 Sekunden Battle. Auf die Plätze, fertig, los. Muss. Warum? Weil ein grauhaariger Mann ist der, der in mir das meiste Vertrauen auslöst. Wer soll das denn sonst machen? Ja, wir haben auch mal vielleicht eine Frau. Es muss nicht immer ein Mann sein. Ja, aber Frauen sind emotional. Dann hat die ihre Tage, dann weint die und dann die Bundespräsidentin, dann weint sie und dann die wird ja auch, dann hat Kinder und ein Mann, der kann das schön emotionslos. Es darf kein grauhaariger sein. Weißt du, das steht ja gar nicht für Zukunft. Die grauhaarigen Typen, die haben immer so grauhaarige Ideen und dann stehen die da so. Ja, aber der hat Erfahrung, der ist weise. Das war's schon. Das waren schon 30 Sekunden. Sei ehrlich, ich habe das argumentiert. Ja, sag mal. Aber warte mal. Ja? Stimmen die jetzt dafür, was sie besser finden an Meinung oder wer es besser argumentiert hat? Die sagen leider, wer besser argumentiert hat. Ja, das ist eigentlich vollkommen klar. Enisa hat mit Herzblut ihre Position verteidigt. Ja, und ist auch eine gute Position, weil wer soll dann mit Periode bitte Bundespräsident sein? Du kannst das sagen. Wenn ich das jetzt sagen würde, würdest du ja... Was sagst du, Rico? Ja, ich bin da auch voll dabei bei Enisa und sie hat einfach mehr gebracht an der Stelle. Ja. Ich habe vielleicht auch einfach zu Ich muss gucken, dass ich ja auch noch landbare Strecke mache beim Ding. Ja. Ich bin bei dir. So. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt, was ich überzeugt? Ich habe gesagt, es dürfen auch mal Frauen ran. Okay, genau. Bundespräsidentin. Hatten wir wirklich noch nicht. Ich glaube, sie sagt eher die Meinung, zu der sie steht, oder? So ist es. Ja, merkst du? Was aber auch wahrscheinlich gar nicht deine wäre. Du möchtest auch gerne, dass ein Grauer heißt. Ich finde, es muss ein Mann sein. Ja. Es sind ja Frauen in der Politik. Das wäre absurd. Ja, ja. Das wird sonst. Also. Kommst du dahin? Okay. Ja, weiß ich. Zweiter Umschlag. Ja. Diesmal lese ich vor. Ja. Und zwar Einigkeit und Recht und was anderes. Was sollte unsere neue Nationalhymne werden? Mhm. Es gibt einmal Gib ihn von Shirin David. Gib ihm, Baby.
Okay. Und es gibt 10 nackte Friseusen von Mickey Krause. Was soll die neue Nationalhymne werden? Ich bleib dann bei Shirin David. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich nehme 10 nackte Friseuse. Achso, ich muss das ja noch argumentieren. Du musst ja noch gute Argumente finden. Ja. Pusht euren Favoritensong nach vorne. Auf die Plätze, fertig, los. 10 nackte Friseusen deshalb, damit wir auch mal nicht nur so studierte Akademiker irgendwie repräsentiert haben, sondern auch mal Leute, die aus dem Handwerk kommen, nämlich aus dem Friseurhandwerk. Ja, aber ja. Gib ihn ist ja viel, also Gib ihn steht für viel mehr Sachen. Das kannst du einsetzen für Gib ihn Freiheit, Gib ihn Rechte. Aber du würdest also so ein Ja, also ich meine, deins ist ja sehr ausgeschlossen. Es geht ja nur für... Naja, nee, ich finde, also wenn wir auf den Ballermann gucken, da sind die Leute wirklich, die singen alle wirklich laut mit. Ja, aus dem Hals. Aber was ist denn mit den anderen? Erstens wird das von der Frau gesungen, ja? Und gerappt, Entschuldigung. Ja. Und das ist ja erstmal, das wäre schön, wenn einfach... Jetzt ist die Zeit schon wieder um. Ich ratzefatz. Mal gucken aber, ob wir genug Argumente sammeln konnten. Das heißt, jetzt ist wieder. Genau. Diesmal fangen wir bei dir an, damit wir nicht die Verlegenheitsantwort haben. Na, natürlich bin ich diesmal bei dir, Elisa. Natürlich. Das ist gekauft. Ist gekauft. Und ich wechsle diesmal zu dir, weil du hast das Argument gebracht. Welches? Handwerker. Handwerker. Ah, ja. Siehst du, wir müssen mehr... Das ist alles du sagst gerade, ich bin sehr eng mit der Deutschen Handwerkskammer. Ja, das ist ja schön, hättest du eine andere Position haben müssen. Ja gut, ich habe die ja ausgesucht, aber ich fand das besser als 10 nackte Friseusen. Was hat das denn mit Handwerk zu tun? Weil ein Friseur. Ja, natürlich. Er hat das Argument gebracht, einfach nur die Argumente. Okay. Also 1-1. Hymne von der Frau. We are the champions, my friend. Bullshit Battle. And we all keep on fighting till the end. Du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Und du gewinnst natürlich einen total fantastischen Preis. Es kommt ganz so tolle Musik drunter. Du gewinnst, Achtung. Sauerkraut. Ey, ich liebe Sauerkraut. Ja. Ich mag Sauerkraut sehr gerne. Ja. So, großen Applaus für unser Panel. Dankeschön. Danke, Noel. Ja, keine Ursache. Viel Spaß mit dem Sauerkraut. Vielen Dank. Kannst du heute Abend dann mit deinem Vater teilen und könnt ihr schön lecker Sauerkraut essen. Mit meiner Familie. Das schmeckt. Ja, genau. Enissa, vielen Dank. Danke dir. Danke für die Einladung. Und das war die Street Show, unser Abschluss durch 175 Jahre Demokratie. Heute die letzte Folge Presse- und Meinungsfreiheit. Vielleicht sehen wir uns in 175 Jahren wieder und dann besprechen wir das dann vielleicht wieder. Was haben wir denn recherchiert? Du sagst recherchiert. Was haben wir recherchiert? Was hast du heute recherchiert? Naja, also dass Meinungsfreiheit wichtig ist und dass wir unser Maul auch offen machen müssen. Nicht nur, dass wir es können, sondern es müssen. Und dass wir jeden Tag auch dafür kämpfen müssen, dass wir das auch weiterhin tun können. Und ja. Immer dieselben Floskeln. Wir müssen kämpfen, wir müssen zusammenhalten. Digga, wir müssen was machen. Was machen wir heute? Was machst du heute, today? Ich singe was. Das war die Street Show mit mir, Noel, bei mir. Und dann, ja, also das war die Street Show auf jeden Fall. Ich bedanke mich wirklich bei meinem ganzen Team, beim Jasper und ich weiß nicht, ob ich jemanden vergessen habe. Ich wünsche euch wirklich was ganz Fantastisches. Komm, wir kämpfen. Ja, wir nein, kämpfen. Hör auf. Also ich wünsche euch, wir kämpfen jetzt. Also wie die Beauty, die ARD ist das Geilste. Wir kämpfen. Wir kämpfen später dann. Wir kämpfen und dann jetzt. Sag ich euch, das wird super. Demokratie. Ich brauch Proteinshake.